bin hier gerade voll in den Urlaubsvorbereitungen, habe jetzt schon alles gepackt und auch schon ins Auto reingepackt. Ich wollte euch da mal zeigen, was ich so alles mitnehme. Also für die Fahrt ziehe ich Alexandro das hier an, diesen Body, dieses T-Shirt, dann eine leichte Jogginghose halt und ja, dieses Jäckchen dann noch dazu mit Kapuze, falls wir dann irgendwo an der Raststätte anhalten. Und dazu diese Clogs, damit er einfach rein und raus hüpfen kann. Ja, was ziehe ich an? Ich weiß nicht, ob es euch interessiert. Also ich nehme dieses Langarm-Shirt auf jeden Fall oder diesen Pullover. Dann ziehe ich unten drunter so ein schwarzes Shirt einfach an, so ein ärmelloses. Und ja, diese gemütliche Hose und diese Schuhe. Und dazu noch diese Jacke, die ist etwas dicker, wenn es kalt sein sollte in der Nacht oder wenn wir irgendwo anhalten. Ja, das so dazu. Und jetzt zeige ich euch, was ich für Alexandro eingepackt habe. Also Alexandro hat wirklich den größten Koffer oder die größte Tasche. Wir haben alle nicht so viel wie er. Und ich konnte mich einfach nicht entscheiden, was nötig oder was unnötig ist. Deswegen habe ich wohl wahrscheinlich zu viel eingepackt. Aber da wir ja genug Platz haben im Auto, passt das schon. Ja, in der großen Reisetasche sind diese Dinge enthalten. Da haben wir einmal Windelbeutel, die nehme ich von hier mit. Ich weiß gar nicht, ob es in Griechenland sowas gibt, aber naja, ich nehme die einfach mal mit, auch für die Fahrt, sehr praktisch. Dann Feuchttücher auf jeden Fall, zwei Packungen. Eine habe ich dann noch in diese Extratasche reingetan, die ich nach vorne mitnehme. Ja, Feuchttücher, weil das in Griechenland halt zu teuer ist, deswegen nehme ich das von hier mit. Zahnbürste, Nagelknipser, Fieberthermometer und Schere und Haarbürste. Dann zum Duschen bzw. zum Baden das Penaten-Duschbad oder Duschcreme und das Bellybuttonöl. Dann Schuhe nehmen wir einmal die hier mit. Und einmal die hier. Fällt schon alles runter, weil es viel zu viel ist. Oh Gott, so, dann haben wir hier einmal so einen Schwimmreifen mit Mickey Maus, Schwimmflügel dazu, passende und ja, falls die kaputt gehen sollten, nochmal Schwimmflügel. Ja, dann so ein kleines Schwimmbecken, das für den Garten, dann brauche ich da keins zu kaufen, wäre ja Schwachsinn, wenn wir es von hier mitnehmen können. Dann natürlich hier Kindermilch. Wie gesagt, in Griechenland ist es zu teuer, deswegen hole ich das von hier, nehme ich das mit. Milchbrei, verschiedene Milchbrei, dreimal und dreimal. Dann ein paar Wickelunterlagen, hier ist eine, also noch zwei Stück in der anderen Tasche. Dann hier seine Unterhemden und seine Bodys. Hier ein paar Unterhosen. Ein paar Hemden, dann viel zu viele T-Shirts. Aber naja, ich konnte mich nicht entscheiden, welche ich schön finde und welche nicht. Und ein UV-Shirt für den Strand. Dann hier ein Moskitonetz für seinen Kinderwagen. Apropos Kinderwagen, wir haben einen in Griechenland. Deswegen brauchen wir den von hier nicht mitzunehmen. Das habe ich hier noch drinne. Genau, einmal die Hosenträger von H&M und einmal seine Bernsteinkette. Dann ein paar Söckchen, dünne Socken. Hier ist noch ein Unterhemd. Das tun wir hier hin. Dann hier zwei Jäckchen, zwei Strickjäckchen für abends, zum Weggehen. Habe ich die zwei mitgenommen. Ein paar lange Hosen. Dann zwei Strandmützen, Badehosen, zwei Stück Schlafanzug, einen kurzen,
viel zu viele kurze Hosen, Jeanshosen und Stoffhosen, ja. Und auch viel zu viele Cappies, aber ich kann mich da einfach nicht entscheiden. Ja, deswegen nehme ich alle mit und ist ja genug Platz drin. Ja, und dann habe ich das hier noch da reingepackt, das habe ich von Kick für das Grab von meinem Papa, habe ich das gekauft. Ja, das war schon mal die eine Tasche. Gleich geht's weiter. Ja, dann geht es hier mit der Wickeltasche weiter. Dann haben wir hier vorne einmal die Fieberzäpfchen, sein Kokoshaarwachs, Zahncreme, Zahnbürste, eine Babycreme, die kann ich eigentlich hier lassen, die brauche ich nicht. Shampoo lasse ich auch. Hier habe ich das andere. Bepanthen, Wund- und Heilsalbe. Ja, und die kleine Pröbchen lasse ich auch hier. Die waren jetzt da aus Versehen drin. Ne? Das kommt hier hin. So, dann haben wir hier eine, keine Ahnung, Actionfigur zum Spielen. Die Milchflaschen. Eine Trinkflasche, die wir zum Testen bekommen haben von Easy Bee. Die nehmen wir mit und noch eine andere, die hat er jetzt aber noch, ist er mit unterwegs. Den habe ich hier für die Fahrt Milch, Milchpulver, eine Breischale, Windeln, hier sind Nookies drin, auch noch ein Nookie, Wickelunterlage, feuchte Tücher und hier ist noch Besteck drin. Ja, Auto war ich gestern noch sauber machen. Vignetten draufgeklebt für Österreich und Slowenien. Dann habe ich das Auto sauber gemacht. Ja, dann zeige ich euch noch hier, was ich für Alexandro ja so als Autofahrtbeschäftigung mitgenommen habe. Also seinen Sitz kennt ihr hier schon, ne? Maxi, Cosi, Tobi haben wir. Dann habe ich hier in die Ecke eine Decke reingeworfen. Hier seine Sortierschildkröte. Und einmal ein Tierstimmbuch. Und hier vorne habe ich halt so eine Schmutz... Wie heißt das? Schmutzmatte? Nee, Schmutzmatte heißt das nicht. Aber auf jeden Fall hier sowas. Hier ist ein Nackenkissen. Hier sind ein paar Beefy drin. Hier habe ich noch ein paar Bücher für die Fahrt. Hier auch noch zwei Stück Olympia-Bücher. Hier habe ich noch ein bisschen Spielzeug. Einmal diesen Ball. Die machen so verschiedene Farben. Kann man das sehen? Ja. Tja. Und einmal so ein paar kleine Autos. Den kann er auch spielen während der Fahrt. Ja, dann zeige ich euch noch... was hinten so im Kofferraum ist. Ja, wir nehmen nur so Stofftaschen mit und Tragetaschen, weil Koffer, da hat man überhaupt keinen Platz hinten. Und ja, deswegen halt nur so all die Taschen und so weiter reingeworfen. Ja, Windeln nehme ich auf jeden Fall mit, weil die in Griechenland auch, wie gesagt, teuer sind. Dann nehme ich sein Töpfchen mit. Ich möchte ihm jetzt in Griechenland beibringen, da ist es jetzt noch warm, da kann ja auch windelfrei rumlaufen. Möchte ich das mal ihm mal beibringen, dass er sich ins Töpfchen reißt zum Ja, Toilettenpapier für uns für die Fahrt. Dann habe ich hier noch die andere Wickeltasche. Dann habe ich hier einmal ein paar Fertigmenüs oder Gläschen für die Fahrt. Und hier noch ein paar Medikamente und so. Einmal Kinderpflaster. Dann ein Wunddesinfektionsspray. Ah, kommt schon meine Mama. Dann habe ich hier nochmal Paracetamol. Hier habe ich ein Kräutergel. Das ist für Mückenstiche, nach Mückenstichen morgen. Eine Brand- und Wundsalbe, nochmal eine Zahnpasta. Das sind Zäpfchen gegen Übelkeit und Erbrechen, gegen Reisekrankheiten, die nehme ich mit. Ein paar Augentropfen.
Hier noch meine Creme vom Penaten. Aspirin, die sind für uns. Paracetamol-Tabletten, Schmerztabletten für uns. Nochmal Schmerztabletten und die Globulis nehme ich mit für den Kleinen. Ja. So, dann haben wir in der Tüte, habe ich hier immer so Besteck, also für uns für die Fahrt, Messer, Gabel, Löffel. Ach, so, geht's. So, dann habe ich hier vom Lidl so Knoblauchbrötchen, aber boah, die sind irgendwie zu knoblauchig. Ich weiß nicht, ob wir die jetzt so essen für die Fahrt. Denn hier so habe ich jetzt auch vom Lidl geholt gehabt. Wie heißt das so? Oktopus in irgendeiner Soße ist das. Keine Ahnung. Ich habe es einfach mal mitgenommen. Ja, ein paar Trinkbecher. Ein bisschen Schoki, Kekse. Da sind noch ein paar Breie für den Kleinen. Flips mag er auch. Rosmarin-Chips, Waffeln, Frischeiwaffeln, ja, auch nochmal Chips, ja, so ein bisschen Knabbereien für die Fahrt. Ja, meine Anziehsachen, ich glaube selber nicht, sind nur in dieser kleinen Tüte. Also früher war irgendwie schon der ganze Kofferraum voll mit meinen Anziehsachen, aber jetzt, keine Ahnung, ist irgendwie vom Kleinen mehr als wie von mir. Ja, das sind meine Anziehsachen. Dann zeige ich euch noch, was ich so an Kosmetiksachen mitnehme. Also die Pflegecreme nehme ich hier mit von Penaten. Die finde ich sehr hautberuhigend nach dem Sonnenbaden, also nach dem auf dem Strand. Nagellackentferner, ein Körperparfüm oder Körperspray von Avon. Dann eine Selbstbräunungscreme, den Deo-Roller von CD. Dann von Pantene Pro-V eine BB-Creme, weil die Haare ja so strapaziert sind nach dem Salzwasser. Eine Aqua Roll-On-Roll-On-Stick für die Augen. Eine Zahncreme. Balearas Duschspiel, Mandarinen- und Orangenduft, Balearas Rasiergel, Blueberry Love, dann mein Rasierer, zum Abschminken, ein Augen-Make-up-Entferner, dann nehme ich diese Dusche mit vom Lidl Barbados, riecht so nach Kokos, ja, und dann noch die Aftersun von Balea, die riecht auch schön sommerlich. Haare waschen. Einmal der Shampoo von Fructis. Prachtauffüller. Das ist echt gut. Das habe ich beim Rossmann Produkttest gewonnen. Und ja, finde ich auf jeden Fall sehr gut. Macht die Haare schön luftig und voluminös. Von Herbal Essences eine Spülung, seidig stark, kräftigende Pflegespülung. Und eine Kur von Pantene Pro-V. Hier habe ich ein paar Wattepads eingepackt und nochmal so ein Haaröl, ein Argan, marokkanisches Arganöl. Dann habe ich hier im Köfferchen noch ein paar Sachen. Hier habe ich ein paar Gummibänder, Ohrringe, Ringe und so weiter, so ein bisschen Schmuck, falls ich mal weggehen sollte. Dann haben wir hier so einmal eine stärkere Bräunungscreme ohne Lichtschutzfaktor, das Tiara von Australian Gold. Dann nehme ich noch von Sundance die Carotin Sonnenmilch mit. Dann nochmal von Sundance das Aloe Vera Hautberuhigungsgel, also nach dem Sonnenbaden, ist halt kühlend und hautberuhigend. Dann für Alexandro die Sonnencreme. Oh Gott, hier sieht man gar nichts mit der Sonne. Von Retipalm, Lichtschutzfaktor 30. Dann von Isana das Deo Spray Aloe Vera. Dann nochmal so ein Haarteil für mich. Nochmal so ein Haarband. Die Hydro-Reinigungstücher.
mal ein bisschen was für die Haare. Nagellacke nehme ich das hier mit. Das hier und das rote. Fürs Gesicht. Ist ein Bräunungsbeschleuniger fürs Gesicht und ein Abschminktuch. Face Mate von Australian Gold. Nehme ich ein paar Stück mit. Habe ich nochmal einen Kamm. Hier nochmal ein Tuch. Ein paar Einwegrasierer. Und das Parfum Pussy Deluxe. Alex, worauf wartest du? Auf dem Urlaub? Dann zeige ich euch noch, was ich so an Kosmetiksachen bzw. Schminksachen mitnehme. Also, oder beziehungsweise was in meinem Schminktäschchen drin ist, sagen wir mal so. Ja, ein paar Haarbänder. Auf jeden Fall. Spange. Haarbürste. Wimpernzange. Einmal hier die Puderperlen von Gauche. Einmal ein Puder von Rival de Loop. Ein Bronzer von P2. Von Nivea die getönte Feuchtigkeitscreme. Ja, dann den Blush. Eyeshadows nehme ich die Farben mit. Und einmal Smoky Eye Palette. Dann nein, die Mascaras nehme ich nicht mit. Die lasse ich hier. Mascara nehme ich nur den I Love Extreme mit von Essence. Dann ein Augenbrauenstift. Ein Eyeliner. Zwei Eyeliner, drei Eyeliner. Einmal ein Silber Eyeliner. Einen blauen Eyeliner. Noch einen blauen Eyeliner. Also ein paar Eyeliner. Und Lippenstift, da habe ich die hier. Der ist so etwas dezenter, glänzt nur ein bisschen. Den finde ich sehr schön. Alexandro hat den kaputt gemacht. Das war Alexandro. Der hat eine sehr starke pinke Farbe, das gefällt mir. Dann hier den Lipstick und den nehme ich auch mit. Ja, die Sachen kommen auch noch mit. Meine Zahnbürste, meine Skin Perfection Creme, dann das Serum von La Cura, diese Zahnseide-Sticks von der Brandy's Box, die sind sehr gut, die nehme ich mit. Und einmal das Gesichtswasser, Hydra Active von L'Oreal und davon noch die Reinigungsmilch. Ja, und zu guter Letzt zeige ich euch noch, was ich in meine Handtasche mitnehme. Also ich nehme die Handtasche mit auf jeden Fall, die ist schön groß, da passt viel rein. So, was habe ich da drin? Mein Portemonnaie. Ich brauche ein neues, ist total kaputt. Dann ein paar Probebonbons von der Apotheke. Taschentücher, meine Pille, Antibabypille. Nochmal Bonbons. Dann habe ich hier wichtige Unterlagen, wie zum Beispiel die ADAC-Sachen oder den Impfpass vom Kleinen. Geburtsurkunde vom Kleinen, U-Heft vom Kleinen, ein paar wichtige Papiere halt, Taschentücher, Deo, einmal von Nivea, das sagt Tour Sensation, ich weiß, ich muss meine Nägel gleich noch machen, ein paar Tampons, ein Kuli, was ist hier noch drin, Nullis, Taschentücher, ein Playboy-Feuerzeug. Die Handcreme von Synergen. Yummy. Die riecht echt total toll. Kaugummis. Mein Handy-Ladekabel. Noch ein Stift, den kann ich eigentlich hier lassen. Das Deo dann noch von Garnier Ultra Dry. Das riecht auch sehr gut. Und hier habe ich noch ein paar Sachen. Einmal so ein Handdesinfektionsgel. Wenn man mal auf der Fahrt auf Toilette geht und so, dass man sich die Hände desinfizieren kann oder wenn man den Kleinen die Windel wechselt. Und dann habe ich hier noch ein paar Sachen. Nagelfeile. Der Lippenstift auf jeden Fall. Heidi, den finde ich toll.
kommt auch mit. Den tue ich aber in meine Schminksachen rein. Dann die nehme ich auf jeden Fall für die Fahrt. Das ist der Fruity Lip Balsam von Rival de Loop. Der hat auch ein bisschen Farbe, hatte ich euch ja schon mal gezeigt. Den finde ich toll. Er macht sehr geschmeidige Lippen, hat aber noch eine ganz tolle Farbe drauf und riecht zudem auch sehr gut. Noch einen Lippenstift, aber den lasse ich hier. Den nehme ich nicht mit. Und noch ein Lippenbalsam von Balea Mandeltraum. Ja, die Sachen sind so in meiner Tasche. Der Laptop kommt noch mit. Ich lade jetzt noch ein paar Mickey Mouse Serien oder Mickey Mouse Folgen auf dem Laptop runter. Dann hat der Kleine für die Fahrt was zu sehen. Ja, meine Lieben, das waren so meine Sachen. Was ich jetzt noch einpacken muss, sind ein paar belegte Brötchen und Chicken Nuggets, Frikadellen und so weiter. Und dann kann es losgehen. Ich hoffe, das Video war interessant und dann bis in 3 Wochen. Ciao!